dass wir heute versammelt sind, die heilige Messe zu feiern. Für unsere Heimat, die eine Schöpfung Gottes ist, Werk seiner Gnade, geboren aus der Kraft des Glaubens, Werkzeug für sein Reich in Europa und in der ganzen Welt. Es ist nicht egal, ob wir an diesen staatlichen Feiertagen uns ausschlafen oder gerade heute zu Gott hingehen. Frei und gläubig, mutig in die neuen Zeiten, haben wir gesungen. Nur der Glaube gibt uns die Freiheit und gibt uns die Zukunft. Und Österreich hat wieder eine Stimme in der Welt. Eine Stimme, die von Gott geschenkt ist und die in der ganzen Welt gehört wird. Diese Stimme ist nicht selbstverständlich. Sie ist Frucht des Glaubens, Frucht der Umkehr und der Gebete. Was Österreich ist, entscheidet sich an jedem Einzelnen von uns, an seiner Gebetskraft, an seiner Einstellung. Jeden Tag neu die Umkehr. Die Entscheidung dafür, auf wen baue ich wirklich? Und so bereiten wir unsere Herzen. Wir bekennen, dass wir sündige Menschen sind und das verzeihende Erbarmen Gottes brauchen. Ich bekenne, Gott den Allmächtigen und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine größte Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten, Herr Gott, unser Herr. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Gemeinsam mit allen Heiligen und Seligen Österreichs wollen wir den Herrn, unseren Gott, loben und preisen. Darum bitten wir durch Jesus.
Christus